Willkommen zurück zu Paper Mario und die Legende des Eontors. Und ja, wir sind jetzt wieder auf dem Rückweg nach Rohlingen. Ich überlege gerade nochmal, die letzte Fähigkeit, die wir bekommen haben, war uns das seitliche Drehen. Also vielleicht können wir das hier irgendwo noch gut benutzen, aber ansonsten, ne, geht's in den Kampf. Und danach hoch zum Professor und auch so dem Zauberer. Und den Ordenhändler können wir uns auch mal, abchecken. Also den Sternsplitterhändler. Weil da haben wir zumindest den ein oder anderen Splitter ja gut gefunden. Dann können wir einen Verbündeten hochboosten. Ich würde halt Kubio hochboosten, weil es ja in der Regel Gumbrina. Also aktuell ist halt Gumbrina gut für Springen und Kubio halt für Gegner, wo ich nicht springen darf. Ganz gut. Also, prinzipiell, da können wir rein. Na komm, mach ich mal. Ja, das Gumbina für mich halt irgendwie auch eher nur scannen. So, was ist hier? Ja, die Truhe ist auch spannend, aber also, die kommen wir gerade nicht. Was haben wir hier? Hallo du, geht's dir gut? Traurig oder frohgemut? Süße Merle. Man mich nennt. Keine hübschere, man kennt. Großen Zauber ich vermag, aber nichts umsonst ich sag. Das Glück war hold dir sehr, hat dich gebracht hierher. Mein Zauber dir sehr helfen kann, doch keiner weiß, ob oder wann. Nun, willst du es wagen und hören, was die Karten sagen? Uns allen ist begrenzt die Zeit. Bist du für einen Zauber bereit? Erzähl mir mehr. Meine Zauber sind nicht ohne, damit sich der Kampf auch lohne. Nur die Dauer, die ist endlich. Länger kostet mehr. Verständlich. Doch welch Zauber wird das sein? Das bleibt bis zum Schluss geheim. Brauchst du noch etwas von mir oder bist du restlos? Hm. Hervorragend. Genial. Auf welchen Spruch fällt deine Wahl? Am besten der mit der höchsten Zahl. Na komm. Gönn. So denn, wir sind bereit. Und jetzt ist es soweit. Kann man mir vorstellen, dass man dafür eine gewisse Anzahl an Kämpfen halt EP-Bonus bekommt oder Geldbonus, irgendwie sowas? Ich bin sicher, von meiner Macht nehmen sich deine Gegner in Acht. Selbst wilde Bestien werden weichen beim Anblick meines Zaubers erbleichen. Also gut, bis später dann. Wir sehen uns wieder, keine Frage. Okay. Sehr gut. Er hat die Truhe, das ist erstmal illegal für mich. Da ist auch eine Bombe, aber wahrscheinlich kann man sich da von der anderen Seite durchbomben, ne? Ja, gut. Hm. Was war hier nochmal? Nee, Quatsch, zum Eontor müssen wir, ne? Wir müssen zum Eontor, um neue Infos zu bekommen. Welchen Orden möchtest du haben? Hm, wir haben 7. Was gibt's denn hier so Schönes? Zeigt die KP deiner Gegner. Nee, dafür scannen wir doch. Dafür scannen wir. Findest du mehr Blüten, mehr Herzen, Sammlerglück. Findest du auf der Items. BP-Regeneration ist halt recht gut. Na komm. Nehmen wir den mal. Ja, oh mein Gott, was gibt's hier unten noch? Marius BP-Bedarf wird um 1 gesenkt. Ja, komm, dann sparen wir mal. Dann sparen wir mal. Guck mal, wie sieht's denn gerade aus mit den Ordenpunkten? Wir haben halt 9, ne? Was ist denn das hier? KP Plus. Das sind 2 kosten das. Wirklicher Schaden reduziert. Regeneration. Angriffe gehen daneben. Komm. Machen wir mal das. Aber sonst würde ich einfach mal sparen.
Für die ganz teuren Orden. Dann müsste doch hier eigentlich, ne? Wobei, ja doch, ne? Das ist einfach nur eine Abkürzung. Ich kann mir überlegen, heute jetzt auch nur eine Folge aufzunehmen. Weil... Darum. Das schaffe ich nicht. Ich glaube, war das auch in Paper Mario 1, dass uns der Geistbegleiter bei sowas geholfen hat? Dass wir halt dann einfach kurz unsichtbar sind so und untreffbar? Das war, glaube ich, in Paper Mario 1 eine Sache. Und apropos Geistbegleiter. Ja, mal gucken, aber ich bin sehr sicher, dass ich das nicht schaffe. So, das war ein viel zu schneller Rhythmus. So, ne? Aber ansonsten halt schön die ganzen Sachen hier mal anschauen. Eine schöne kleine, ja, eine Folge zwischen den Welten machen. Was ein Orden. Ja, ich hab da so ein... Ich muss da gerade an, was ist also ein Sparky oder so eine Sonne, ne? Die man irgendwie als Begleiter hat im ersten Teil, denken. Irgendwas, was hier Plattform erscheinen lässt, aber gut. Jetzt gerade können wir nichts anfangen, also gehen wir wieder. Ah, ich muss ja rüberfliegen, ne? Genau. Ah, genau, da war der komische Dämon drin, der uns verflucht hat. Ich habe nicht die Taste verwechselt, nein, nein. Oh Mann. Gibt es dann auch irgendwas? Ich glaube, ich hätte erst nach oben gehen sollen, aber gut. Na dann, Mare, halte das Sternjubel hoch. Auf der magischen Karte wurde die Lage eines Sternjubels eingetragen. Schau doch nur, Mario, da steht, wo sich das nächste Sternjubel befindet. Aber ich kann es nicht entziffern. Hä? Wir sollten Professor Gumbart um seinen Rat bitten? Na gut, dann machen wir das. Bitte, wir werden jetzt wegteleportiert. Okay, weil ich glaube nämlich, dass wir da, wo wir gerade waren, einfach lang müssen. So, gut, wenn wir jetzt hier direkt oben sind, dann spart mir das halt ein bisschen Laufweg. Ha. Ich verstehe. Und wo finden wir nun das nächste Sternjuwel? Im Munderwald. Dort befindet sich im Inneren eines großen Baumes das zweite Juwel. Wer weiß das? In einem großen Baum? Im Munderwald? In diesem Wald sollen diese kleinen Wesen leben. Es gibt in den Katakomben eine Röhre, die in den Munderwald führt. Übrigens, Herr Professor, wegen der Prinzessin. Mario hat vorhin eine Mail von Prinzessin Peach erhalten. Sie schreibt, dass die Kerle, die sie entführt haben, nach den Sternenwählen suchen. Allerdings weiß sie selbst nicht, wo sie sich befindet.
Diese Kerle suchen also auch nach den Sternjuwelen. Was haben die nur vor? Leider weiß ich noch immer nicht genug über den legendären Schatz. Die einzigen Anhaltspunkte sind die Karte und das Sternjuwelen. Dann sollten wir uns also in den Wunderwald begeben. Ja, das wäre wohl klug. Ihr solltet es früher finden als diese Kerle. Aber denkt daran, auch im Toadhaus euch auszuruhen, eure Kräfte zu bessern. Und vielleicht findet ihr im Laden noch brauchbare Items für eure Reise. Ich werde inzwischen die Sternjuwelen und den Schatz weiter erforschen. Okay. Ich habe eigentlich Bock, den Typen hier zu bekämpfen. Also wir haben ein bisschen was zu lesen. Sehr geehrter Mario, vielen Dank für deine Bestellung bei Toads & Coopers, die ab sofort in unserem Ladengeschäft zur Abholung bereit ist. Was? Verstehe ich nicht. Toads & Coopers, verstehe ich nicht. Oh nein, ich muss mit dir reden, ne? Ah, Mario, unglaublich, dass wir uns hier treffen, oder? Ich? Was ich so mache? Also, du musst wissen, ich bin auf der Suche nach Prinzessin Eclair. Sie ist die Prinzessin des Biskuit-Königreichs und ich muss sie retten. Sie wurde nämlich entführt, und zwar von einem finsteren Gumba-König. Ich komme gerade von einem Treffen mit dem Minister des Biskuit-Königreichs. Ein sehr kultivierter Herr, sein Name ist Toastwolf. Soll ich dir davon erzählen? Es ist allerdings eine etwas längere Geschichte. Na, hau raus. Also, das ist eine lange Geschichte. Als der Brief von Peach gekommen war, bist du ja sofort abgereist. Und ich machte mir gerade das Essen fertig, da kam noch ein Brief an. Ein interessanter Brief. Kurz gesagt, er stand drin ungefähr: Lieber Mario, lieber Luigi, mein Name ist Toastwolf und ich habe eine Bitte. Ich schreibe euch aus dem Biskuit-Königreich und hier gibt es ein Problem. Vor einigen Tagen hat der Goomba-König unsere Prinzessin Eclair entführt. Ohne eure Hilfe werden wir es nie schaffen, sie wieder zu befreien. Wir hoffen auf euch, bitte meldet euch Toastwolf. So ungefähr stand es in diesem Brief. Nun, da warst du nicht da, aber irgendjemand muss doch den Leuten helfen. Also habe ich mich auf den Weg in das Biskuit-Königreich gemacht. Ich habe mir nur noch kurz notiert, was ich eigentlich kochen wollte, damit ich direkt weitermachen kann, wenn ich wieder heimkomme. Und dann ging es auch schon los. Ich komme also an und Toastwolf erklärt mir erst einmal die Lage. Der Gumba-König hat also die Prinzessin entführt. Allerdings weiß niemand, wo er sie versteckt hält. Der Wunderkompass wird uns den Weg weisen. Jedenfalls sagt das der Hofastrologe. Der Wunderkompass ist aber in 7 Teile zerbrochen und deine Teile sind alle 7 Winde verstreut. Seit sie vor Äonen verflucht wurden, warten sie auf ihren Finder. Jedes Teil des Wunderkompasses zeigt auf eines der anderen Teile. Und eines dieser Teile steckt in Prinzessin Eclairs Diadem. Ich muss also nur dem Wunderkompass folgen und er wird mich führen. So sollte ich also die Prinzessin finden. Alle bringt Toadstoff das Diadem zum Richtungssockel. Das Kompassteil bringt den Sockel zum Leuchten und weit im Süden. Da erstrahlt der Feuerberg, der gefährlichste Vulkan mitten im Puddingmassiv. Also ist der Feuerberg das erste Ziel meiner Reise. Was für ein Abenteuer, der Weg dorthin ist sicher voller Gefahren. Aber ich muss Eclair retten. Soll ich noch was erzählen? Das ist spannend. Der erlebt quasi gerade auch Paper Mario. Weil so einige Leute haben es auch gewünscht, so hey, dass auch seine, ich weiß diese Dinger, ja irgendwann, ne, dass auch seine Geschichte so irgendwie spielbar wird, ne, aber naja, gut, mal gucken. Hi. Willkommen im Haus des großen Merlon. Für 3 Insignien erhöhe ich den Rang eines deiner Freunde. Also, wessen Rang möchtest du erhöhen? Wir haben ja 3 Insignien und gibt es auch immer nur einen Rang? Ah, gibt auch eine neue Fähigkeit, Multikopfnuss, ja gut, und Panzerschild. Ja, klingt auch durchaus sinnvoll, oder so. Ah, hat er denn nur eine Erhöhung? Rangos auf Fuß. Auf Fuß. Möchtest du auch die Ränge deiner anderen Freunde erhöhen? Wahrscheinlich gibt es erstmal... Na, mal gucken, ne? Aber genau, Kubi hat jetzt auch mehr Leben. Und halt eine neue Fähigkeit. Ja, gut. Gut, gut. Nur Luigi, ich gehe da mal. Im Laden. Könnte man mal vorbeischauen, tatsächlich noch. Wir haben ja noch gut Zeit, so, ne? Wir sagten gerade die Tasche. Wie viele Items haben wir? 14. Na gut, dann gehen wir nicht in den Laden. Ich meine, das Toadhaus nutzt auch ein bisschen unnötig, weil man hat sowieso immer Level Up, so, ne? So einem Level Up eine volle Heilung. Ich probiere mal den Typen zu verprügeln, so, ne? Einfach mal gucken, was er drauf hat. Nein, nicht den Typen. Hey! Wir kämpfen. Was? Du willst mir Gewalt durch... Da werde ich dir aber ein Denkmalzettel verpassen. Ich will mal schauen, ne?
Habe ich eigentlich eine neue Sternkraft? Amaxi beben. Da, gut geblockt. Ich sollte natürlich mal zu Gumbrina wechseln, ne? Komm, zeig mal den Panzerschild, den wir noch neu hinzugewonnen haben. Keine Ahnung, tatsächlich. Gumbrina, komm mal her. Das ist Lanze der Wächter, ein fieser Typ, der Wegsführer in diesem Tor kassiert. Maximal KP 20, Angriffskraft 3, Verteidigung 0. Sieht wirklich stark aus. Und noch etwas, wenn du springst, könnte deine Lanze dich verletzen. Gibt der hier wirklich das ganze Jahr über Wache? Ziemlich eifriger Wächter. Wir tauchen mal wieder. Vielleicht gehe ich vielleicht noch mal ins aus, ne? Einfach um dann wieder aufzufüllen. Aber mal gucken, wie viele P der Typ gibt. Technik. Oh, 3. Stimmt, ich mache jetzt auch einen mehr Schaden. Ganz wichtig. Ja, blocken funktioniert gerade nicht so gut, aber wir sind stark genug, ihn zu besiegen. Macht er der normale, der nicht aufgeladene Angriff mit ihm ein? Ich muss es ausprobieren. Ja, ne? Verdammt, nur weil du die Hauptrolle in einem Videospiel hast. Denkst du, du musst immer alles mit Gewalt lösen? Das ist das Revier der Bande von Molosko, dem Räuber. Was auch immer du hier willst, es sind... Ja. Abgeschlossen. Hallo, du bist zum ersten Mal in der Jobagentur, oder? Ich erkläre dir, wie das hier funktioniert. Hör gut zu. Hier in der Jobagentur kann jeder, der ein Anliegen hat, einen Auftrag erteilen. Wenn du wissen möchtest, welche Aufträge es gibt, sieh auf die Tafel neben dir. Du kannst wählen, ob du einen Auftrag übernehmen willst und wenn ja, welchen. Wenn du einen Auftrag erfüllt hast, bekommst du eine Belohnung vom Auftraggeber. Ein gutes Angebot, oder? Aber merke dir, wenn du einen übernommenen Auftrag nicht ausführst, kostet das Stornogebühren. Also, alles klar, probier doch gleich mal. Mein Name ist Lorenzo, mein Schlüssel ist weg und ich komme nicht mehr ins Haus. Der Schlüssel muss irgendwo in Rohlingen sein. Ich warte vor dem letzten Haus in Ostend. Einen Schlüssel suchen. Wer kein Geld hat, muss eben sehen, wie er sich durchschlägt. Du hast meinen Auftrag angenommen, also dann geh auf die Suche. Ich muss das Haus bewachen, falls jemand den Schlüssel findet und hineingehen will. Ich glaube, ich habe den Schlüssel auf dem Weg zum Ordensshop verloren. Auf dem Weg zum Ordensshop. Wir haben hier einen Ordensshop. Warte, was ist das da eigentlich? Kannst du da rein? Hi? Hey, heute habe ich wieder mit gesägten Karten die Leuten abgesaugt. Aber einer ist mir auf die Schlüssel gekommen. Da habe ich mich hier verkrochen. Sag bloß keinem, dass du mich hier gesehen hast. Geht klar. Hi. Finstlos, so nennt man mich. Am besten gefällt es mir, wo es düster ist. Nehme ich mit. Hat auch so ein bisschen Super Paper Mario, das ganze Drehen und so. Und wo ist denn hier der Ordensshop?
Da oben ist der Schlüssel. Kann ich hier durch? Nee. Ah, guck mal, Kontaktlinsen sind auch wieder da. Na gut, das ist mir jetzt gerade so ein bisschen egal. Aber wir könnten hier eine neue Kontaktlinse kaufen. Was bist du für einer? Hallo, ich bin Händler. Ich habe jede Menge brandneue Ware im Angebot. Ein Orden. Das sind alles Orden. Nee, das ist ein Item. 432 ist teuer. Na komm. Ich komm wieder. Ja, da oben ist der Schlüssel, ne? Ich glaube, das war doch... Ich glaube, hier kann ich durch, ne? Ich würde jetzt auch nicht die anderen Jobs machen. Ich will dann gleich auf jeden Fall auch einfach weitermachen mit der Story. Aber wir haben hier auf jeden Fall noch gute Möglichkeiten. Das ist der Ordenshop. Spannend. Und ja, da kommen wir halt irgendwann wieder. Dann könnte man sich irgendwann mal wirklich um die ganzen Jobs kümmern. So. Denk mal, alle Jobs, die gerade auch aufgelistet sind, kann ich schon machen, denke ich. Und dann kann ich auch irgendwann, ne, die Gegend und so weiter auskundschaften. Aber ich würde sagen, wir gehen jetzt einfach wieder runter. Und ja, ich gehe davon aus, dass das, was wir unten beim Eron-Tor gesehen haben, auch wirklich der Weg ist, den wir nehmen müssen. Hast du ihn gefunden? Oh, mein Schlüssel! Endlich kann ich wieder in mein Haus. Vielen Dank. Bitteschön, deine Belohnung. Danke. Ist das ein guter Lohn? Ich weiß es nicht. Da habe ich gerade was gesehen, ne? Hey, was machst du denn hier? Ja, ich hab dahinter... Habt ihr das gerade gesehen? Da war im Raumwechsel, war da ganz rechts gerade nochmal so ein... Blitter auf Knüssel, ja. Das kaputt machen. Ah, guck mal da. Ah, da hinten, ne? Kannst du da irgendwie hinten rein, dann komme ich da zu dem, was war denn, wie nennt man das? Insignia. Genau, passt soweit. Weitere Jobs und die Erkundung des Westens machen wir mal anders. Na, guck mal da, da werden wir auch geführt. Komm, rein da. Ich war jetzt nicht, mich nicht heilen, aber es ist okay. Es ist okay. Lest es irgendwie. Komm mal irgendwo. Ja, 7, 0 Blütenpunkte. 0 Blütenpunkte, das wäre jetzt ein bisschen schmerzhaft. Aber mal, ich habe ja eigentlich auch schon wieder bald ein Level abgefüllt. Ich lese das hier irgendwo. Naja gut, bald, ne? Ich kann immer noch Items nehmen oder halt mich irgendwo schlafen legen. Mario, das sah aus wie einer dieser Wesen, die uns der Professor gezeigt hat. Doch hier? Aber hier war doch eine Sackgasse. Warte mal. Nee, ich will kurz zum Ionentor. Na, falsche Taste. Komm. Immer nach rechts, man hoch will halt in den gegengesetzten Richtung. Man muss nicht hoch und runter, sondern links rechts drücken. Hoch und runter. Ich hab mir gerade, ich muss Pause drücken, weil ich irgendwie noch weiteren. Okay, mit L2 kann man sich Infos geben lassen. Ich hatte halt kaum noch einen Abschnitt, so, aber nee. Gut. Gut, ich will aber, ne? Muss nach hinten, ein bisschen.
Was haben wir jetzt hier? Ich habe auch kein Problem damit, die Folge mal ein bisschen länger zu haben als 30 Minuten. Die letzten Folgen waren da irgendwie immer so ein bisschen. Aha, was haben wir hier? Nicht hineingehen, Röhre ins Innerste der Erde. Eingang zu den Duellkerkern. Der Orden, Erstangriff und Straßenfeger haben hier keine Wirkung. Na ja, gut, ne? Duellkerker machen wir jetzt nicht, ne? Das machen wir mal anders. Aber gut zu wissen, dass hier ein herrlicher Sternpitter gelegen hat. So. Den hätte ich schon mal nicht verpasst, so, ne? Wofür ist. Warum kann ich hier jetzt nochmal gleiten, so? Ich meine, so eh. Okay. Das ist ein Argument. Aber warum kann es hier fliegen? Weil das hat jetzt eigentlich nicht unbedingt Nutzen, oder? Und lande ich halt nur wieder hier, so. Und dann kann ich wieder rüberfliegen, also eigentlich. Naja, Ego. Gut. Hat sich gelohnt, auf jeden Fall. Ja, dann überziehen wir auch gar nicht so, ne? Weil ich werde die Folge gleich beenden, so, ne? Wenn wir dann drüben sind. Brrr. Fress mich nicht. Was? Ihr wollt mich gar nicht fressen? Und ihr wollt mich auch nicht quälen? Nein. Wirklich? Oh, da bin ich sehr erleichtert. Du bist doch sicher aus dem Wunderwald. Was machst du denn hier? Was? Woher wisst ihr, wo ich herkomme? Ha. Bestimmt gehört ihr zu diesen Kursionen. Habt mich bis hierher verfolgt. Ah, es ist aus mit mir. Kursionen? Was soll das denn sein? Wir tun dir nichts, wirklich. Aber erzähl uns doch bitte, was du weißt. Also gut, diese Kursionen sind in den großen Baum eingefallen, in dem wir leben. Sie haben ein großes Chaos in unserem Baum angerichtet. Deshalb bin ich hierher gekommen, um Hilfe zu holen. Bösartige Kerle haben euren großen Baum überfallen. Vielleicht sind sie ja dieselben Personen, die Prinzessin Peach entführt haben. Und nun sind sie im Wunderwald, um das Sternenjuwel zu suchen. Jetzt, wo du es sagst, die haben von irgendwelchen Juwelen geredet. Aber wir wussten überhaupt nichts, was sie von uns wollten. Würdet ihr vielleicht diese Frevler bekämpfen? Und diese Sternenwesen könnte Bubuma bitten, euch bei der Suche zu helfen. Ich weiß zwar nicht, was das ist, aber bevor diese Typen es bekommen. Es ist wirklich dringend, bitte. Machen wir. Ihr kommt also mit? Aber natürlich, wir werden dich doch nicht im Stich lassen, so einfach. Außerdem müssen wir doch das Sternenwesen finden und diese Schurken besiegen. Vielen Dank, ich bin so froh. Übrigens, ich heiße Bubulio. Also gut, dann führe ich euch jetzt zu unserem Baum. Folgt mir. Okay, ich bin jetzt gespannt. Hier entlang. Ein Moment noch. Bubuma sagte, wenn man hier drückt, wird ein Geheimgang sichtbar. Ich hab's. Okay, das war einfach. Ausweicher. Marius Verteidigung steigt bei erfolgreichem Aktionskommando um 1. Ich hab meinen Monitor gespuckt. Warte, hier lang. Durch diese Röhre gelangt man in unserem Wunderwald. Na kommt schon, beeilt euch. Der Baum der Bubus. Schade, dass ich das nicht in der nächsten Folge drin habe. Naja. Ich brauche den Speicherpunkt. Ich hoffe, hier gibt es einen Speicherpunkt. Der Wunderwald. Ziemlich wundersam, wirklich. Und unser Sternenjuwel befindet sich in irgendeinem großen Baum. Nur noch ein kleines Stück. Dann sehen wir schon den großen Baum. Bubuma, die Stammälteste und alle die anderen warten dort schon auf uns. Ach, und natürlich auch meine kleine Schwester. Also gehen wir. Wartet dort auch ein Speicherpunkt auf uns? Hehehe, na los, an die Arbeit. Barbara, du hast verstanden, was unsere Aufgabe ist, oder? Mario findet um die Karte ab, die uns in den Sternenjuwelen führt.
Und dann machen wir Mario und seine Kumpanen einfach fertig, ne? Also, nach meiner Information musste Mario bald hier vorbeikommen. Du lauerst ihm auf und greifst ihr die Karte ab. Hä? Barbara, was versuchst du uns eigentlich da zu, was versuchst du da zu verstecken? Oh, das hier? Ich habe gerade an dem Baum da drüben gefunden. Ist diese Collier nicht wirklich wunderbar? Ich konnte es einfach nicht widerstehen. Also wirklich, heb doch nicht immer alles von der Straße auf. Abgesehen davon, es gibt wichtigere Dinge zu tun, meine liebe Barbara. Zeig mir die Zeichnung, die uns Crucius von diesem Mario gegeben hat. Was? Ich hab die Zeichnung nicht, wirklich. Die wichtigen Sachen nimmst du doch immer du. So ein Unsinn, ich hab sie nicht. Du solltest sie nehmen. Du Versagerin, jetzt willst du mir die Schuld in die Schuhe schieben? Aber... Brunhilda? Was willst du denn jetzt schon wieder, Roberta? Was? Ein Kerl mit Schnauze? Für sowas habe ich jetzt wirklich keine Zeit. Spar dir das für später. Und was dich angeht, Barbara, ich kann es wirklich nicht passen. Du hast die Zeichnung verschlammt. Aber ich glaube mir, ich hab sie nicht. Schweig, du unfähige Hexe. Es reicht. Wie kannst du es wagen, mir auch noch so widersprechen? Deine Frechheit verdient eine harte Bestrafung. Und deshalb gehört das Collier, das du gerade gefunden hast, jetzt mir. Aber Brunhilda, das ist so ungerecht. Das ist so gemein. Du. Du wolltest verschwinden, du störst hier gerade. Hörst du schlecht? Na gut. Warte, ich muss an Bäumen schlagen, ne? Wie gehe ich nochmal ins Item-Menü? Komm. Mein Speicherpunkt, sehr schön. Gut, das scheint ein Gegner zu sein. Hören wir hier einfach mal direkt auf. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen, ihr wundervollen Menschen. Beim nächsten Mal, ja, geht's weiter, ne? Im Wunderwald. Bis dann und ciao.